herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Wie ihr schon sehen könnt, Diamond Art Club. Ich habe ein Bild von Diamond Art Club gekauft. Ich habe das Bild gesehen und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe gedacht, das Bild muss ich haben. Oder das will ich haben. Irgendwie hat mich das in dem Moment so angesprochen. Und ja, wir packen es mal gemeinsam aus. Ich finde den Karton, habe ich ja schon mal gesagt, mit diesem Holo-Effekt. Ich weiß gar nicht, kann man den sehen? So ein bisschen hier oben. Seht ihr das? Finde ich so großartig. Und wir haben, ich decke es mal zu, ein rundes Kit. So, packen wir es mal aus. Das Toolkit. So, da ist nichts mehr drin. Und mit dem Toolkit fangen wir auch mal an, würde ich sagen. So, und zwar sind einmal dabei wieder Druckverschlussbeutel, jede Menge. Wir haben ein ganz tolles Washi-Tape. Sieht sehr schön aus, zeige ich euch mal. Ups, eingerissen. Oh, nicht gut. So, schaut mal. Schön. Wir haben einen bordeauxfarbenen Stift, das hatte ich bisher auch noch nicht. Dann haben wir Herzwachs, zwei Blättchen. Einen passenden Squishy. Dann das transparente Schiffchen mit dem Stöpsel drauf. Wir haben einen Vierersetzer und einen Siebenersetzer. Und, oh, der Magnet ist abgegangen, aber das macht nichts, kann ich hinkleben. Und einen Delfin. Einen Delfin! Einen Delfin als Folienhalter, als Coverminder. Das lege ich mal auf die Seite, den klebe ich nachher gleich. Und ja, sehr schönes Toolkit. Gefällt mir. Packe ich jetzt einfach mal so geschwind zur Seite. So. Dann, das zeige ich euch gleich. So, packen wir das Bild aus. So, wir haben dabei eine Anleitung, wie Diamond Painting funktioniert, wenn jemand noch nicht gepaintet hat. Finde ich schön, ich brauche es jetzt nicht. So, und hier haben wir das Bild. Das Bild, jetzt habe ich meinen Schieber nicht dabei, nicht hier. Das muss ich nachher machen, die Luftblasen alle raus. Und zwar nennt sich das Bild Black and White. Hier haben wir es. Ich liebe Pferde. Ich hatte früher selber ein Pferd. Und irgendwie hat mich das mit dieser Winterlandschaft so im Hintergrund, hat mich das wahnsinnig angesprochen. Und dann habe ich gedacht, komm, das kaufst du jetzt. Und zwar ist es von Deborah Lewis. Es ist 45 x 32 cm groß. Brauchen wir auch nicht abmessen, weil bei Diamond Art Club wissen wir, dass es die Bildmaße sind. Also so war es bisher. Wir haben 16 Farben insgesamt. Und ja, es sind wieder Symbole überwiegend. Und die Klebkraft, weiß ich, ist super. Ja, die ist sehr gut. Die Leinwand ist toll. Sie ist weich, aber nicht flauschig. Wellenförmig abgeschnitten, abgesteppt und ja, tolle Qualität. Hier unten sieht man auch noch mal die Bezeichnung vom Bild mit Vorschaubild, die Größe, von wem es ist, also wer die Künstlerin quasi ist. Und ja, das gefällt mir. Dann haben wir natürlich auch unseren Stickerbogen dabei.
Da ist einmal nochmal das Bild, da kann man dann draufschreiben, wann man es angefangen hat, wann es beendet wurde, mit der kompletten Bildbezeichnung, Künstler und eben runde Steine, die Größe und die Bildnummer. Das ist alles nochmal mit drauf, kann man in sein Logbuch mit einkleben. Und da ist, wie gesagt, das kleine Bild kann man nehmen, wenn jemand es mit Karton aufbewahren will, kann man sich es vorne draufkleben und dann ab ins Regal. Und man sieht direkt von vorne, welches Bild sich dahinter verbirgt, ohne dass man die Karton großziehen muss. So, wir können uns auch mal den Druck anschauen, der ist nämlich super. Das P ist ein bisschen schwach, also dieses blau hinterlegte. Das ist ein bisschen schwach, ansonsten erkennt man es aber ganz gut. Das ist ein schöner, klarer Druck. Und wir haben auch ein rundes Raster, wo dann die Steine quasi draufkommen. Wird aber dann letztendlich verdeckt, also man sieht es danach nicht mehr. Wir haben auch AB-Farben dabei, und zwar eine AB-Farbe. Und ansonsten gucken wir es uns mal an. So, was für Farben denn da dabei sind. Es sind Blautöne. Oh, schaut mal. So Mint und Petrol. Grautöne. Es ist so winterlich gehalten und finde ich wahnsinnig schön. Es sind so ein bisschen kühle Töne. Passt aber absolut. Hier haben wir die AB-Farbe. Wunderschön, so ein schöner Beige-Ton. Und die 310, 3865 und die 939. Die sind mit Sicherheit der Hintergrund. 310. Ah, 310 ist, wie gesagt, das Pferd war mal gesehen. Das ist ja dunkel. Die 939 haben wir auch jede Menge. Das ist auch hier in der Mähne mit drin. Und die AB-Farbe ist wo? Die ist verteilt. Die haben wir hier in den Ästen. Also hier quasi. Diese winterlichen Äste, da ist überall, finde ich super. Überall diese AB-Farbe. Ich glaube, das kommt richtig schön raus. Das gefällt mir. Das macht so wirklich so ein bisschen so diesen... Kennt ihr das? So dieser, der Schnee glitzert doch so ein bisschen. Ich glaube, dass das dadurch wirklich richtig schön rauskommt. Und ja, da bin ich echt, da freue ich mich drauf. Auf dem Tütchen stehen die DMC-Nummern. Das heißt, und auf der Rückseite noch Diamond Art Club. Das heißt, wenn ihr separat aufbewahren wollt, solltet ihr euch noch einen Zettel mit reinmachen oder dann einfach das hier mit zu den Steinen packen. Das sieht man ja auch alles. Also die Farben haben mir wirklich, wenn ich jetzt so drauf gucke beim Zusammenfallen, die finde ich richtig schön. Das sind kühle Farben, die aber, glaube ich, einen richtig tollen Effekt bringen. Ja, und die Leinwand, die glitzert schon so, das sehe ich jetzt erst. Die glitzert Wahnsinn. Ja, ich freue mich. Und es ist mein zweites Diamond Art Club Bild mit runden Steinen. Ich hatte nämlich bisher nur eckige Steine. So, ja, das war es eigentlich auch schon. Das war ein kleines, knackiges Unboxing mit einem super tollen Bild, was mir wirklich richtig gut gefällt. Also bin ich wirklich begeistert. Ich hoffe, aber bei Diamond Art Club ist es eigentlich so, dass die Bilder echt schön rauskommen, so von den Details. Ich hoffe, dass es auch so rauskommt, auch bei dem Bild. Und ja, sehr schön, der Stash wächst. So, jetzt heißt es für mich, das Bild abkitten und ab in den Koffer damit. Und das hier kommt wieder an meine mobile Garderobenstange, wo meine ganzen Bilder dranhängen, dass ich schön aushängen kann. Vorher mache ich aber die Folie schön drauf, damit sie es auch schön auslegt. Und ja. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe alles erzählt. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, es sind Acrylsteine, wohlbemerkt, oder?
ich gehe jetzt mal davon aus, es sind runde Acrylsteine. Ich weiß gar nicht. Manchmal sieht man den Unterschied nicht. Normalerweise ist... Ach doch, sind Acrylsteine. Da sieht man so Löchchen hier unten. So leicht. Aber nur auf ganz wenigen. Ja, es sind auf jeden Fall tolle Steine und es sind tolle Farben, es ist ein tolles Bild, also eigentlich auch völlig egal. Also mir ist es eigentlich völlig egal, ob ich Harz oder Acrylsteine habe. Wichtig ist, dass sie toll sind, die Steine, dass sie gleichmäßig sind, dass sie ja einen schönen Glanz haben und das einfach schön setzen lässt. Das ist mir wichtiger wie Acryl oder Harz, das ist mir eigentlich ganz ehrlich egal. Aber so hat jeder seine. Manche mögen ja lieber Harz. Ist auch vollkommen in Ordnung. Jedem das seine. Mir ist es, wie gesagt, egal. So, ihr Lieben, das war es jetzt aber wirklich. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Video wieder mit am Start. Und ja, bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Habt ganz, ganz viel Spaß beim Painten und habt eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dahin. Tschüss.